Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Factorio Let's Play ModMesh. Ja, beim letzten Mal haben wir die blauen Schaltkreise produziert, hier unten. Was ein bisschen wirr war, ein bisschen eigenartig aussah, aber es funktioniert, das ist wichtig. Wir haben die Forschung vorangetrieben. Zwischenzeitlich habe ich noch die schwarzen Fläschchen erweitert, weil hier zu wenige da waren. Und angefangen, die Basis ein wenig auszubauen. Also sprich, hier drüben sind die ersten Mauern entstanden. Hier muss noch eine Versorgungseinheit hin. Oben wird gerade nach und nach nachgebaut, dadurch, dass noch keine Radare drinne sind. Oder gesetzt sind, ist es nun natürlich im Moment etwas schwierig, die ganze Karte zu überblicken. Aber das ist ja nicht das Problem, das können wir ja binnen kürzester Zeit nachholen. So müsste das eigentlich schon mal ganz gut aussehen. Stromverbindung steht. Nach und nach sollte die Basis hier jetzt auch wachsen. Die Roboterhangare stehen. Sehr schön. So, dann packen wir hier auch noch ein Radar hin. Dann ist der Teil auch soweit fertig. Dann schließen wir die Lücke einfach mal nach unten. Oder auch von unten nach oben. Hallo, herzlich willkommen. Freue mich, dass du reinschaust. Ich bin gerade dabei, die Basis zu erweitern. Um einfach mehr Platz zu haben für die Ressourcen. Also für die Ressourcenproduktion, weil wir ja in dieser Spielweise, wie ich es mir jetzt hier auf die Fahne geheftet habe, keine echten Ressourcen im Spiel haben, sondern nur über einen modifizierten DeepMiner Stein haben, und der Stein wird dann fleißig gewandelt, um dann auf die notwendigen Ausgangsrohstoffe zu kommen, oder an die notwendigen Ausgangsrohstoffe zu kommen. So, okay. Das ist natürlich jetzt ein bisschen langweilig, das Ganze hier sich mit anzuschauen oder nicht mit anzuschauen. Aber ich denke, es ist nicht mehr viel, dann ist die Verbindung hergestellt und dann sollten wir relativ schnell Ruhe haben. So, wenn das jetzt alles steht, müsste es schon passen. Dann setzen wir hier noch ein Radar dran. Und
Dann gucken wir mal, was jetzt noch produktionstechnisch fehlt. Radare, gut, aber die müssten eigentlich von selbst kommen. So, okay, das passt. Der Rest wird gebaut. Radare sollten theoretisch dann jeden Moment kommen. In der Produktion sind sie. Hier ist soweit jetzt alles angeschlossen. Das schimpft er hier oben geschützt, haben sie in den Kampf verwickelt. Ja, das sollen sie ruhig. Dafür sind sie da. Das passt. Also hier lang ist die Basis dann hoffentlich jeden Moment sicher. Hier steht's, hier ist angeschlossen. Hier oben. Dann erstmal so, besser als nichts. So, dann baut sich das auf. Wo haben wir jetzt das Radar noch hingesetzt? Gar nicht, glaube ich. Dann setzen wir das jetzt hier oben drüber. Und dann sollte auch hier was zu sehen sein. So, der Teil steht. Module forschen auch fleißig weiter. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen von hier oben natürlich ordentlich was zu tun, außer ich krieg hier ein einen Schluss rein, aber ich denke, wir ziehen hier erstmal nur ganz sauber nach oben.
Läuft. So. Das ist auch dran. Bestens. Dann kommt hier noch ein Rad dahin. Und wir ziehen die ganze Sache nach oben weiter. Soweit hier jetzt alles natürlich mitspielt. Und schon wächst die eigene Sicherheit. Okay, letzter Ausbau noch und dann. Machen wir als nächstes weiter mit. Mit den. Die zentralen Produktion. Das wäre jetzt so das, wo ich denke, dass das ein guter nächster Schritt ist. So, das baut und es wird. Das freut mich. Ja. Mal hier da hinsetzen.
So, gleich sind wir oben angekommen. Und dann haben wir auch die Sicherheit, denke ich, hergestellt. Naja, dann bin ich mal gespannt. Nicht mehr viel und die Sache steht. Ein Stückchen Mauer nach oben und dann sollte hier Ruhe sein. Okay, dann können wir hier noch eine Fassade nehmen. Und dann sollte das hier doch alles schon mal ganz gut aussehen. Beauty. Das passt erstmal soweit. Hinten fehlt noch ein wenig Strom und hier muss unbedingt noch ein So, okay. Das sollte dann jetzt passen. Hier sollte der Strom auch jeden Moment bereitstehen. Das tut er nicht. Das ist fertig.
Damit ist grundlegend erstmal die Basis erweitert. Verteidigung steht, Strom ist rundherum angelegt. Das stimmt hier vorne nicht. So, und hier läuft langsam alles voll. Das ist natürlich auch nicht so gut. Also müssen wir auch hier das alles mal abfangen. Damit wir da nicht ständig irgendwelchen Rückstau haben. Kupfer wird hier angegriffen. Und dann machen wir das jetzt mit der Kohle ganz einfach hier hin. Bevorzugter Eingang links, bevorzugter Ausgang rechts. Eine blaue Kiste. Und dann sagen wir... Bitte. Oder es funktioniert, die wird genommen und die Produktion hier läuft auch wieder entsprechend. Schwefel reduziert sich sehr gut, Kohle jetzt auch wieder, Eisen klar und Uran, das brauchen wir erst später wieder. Gut, okay. Die erweiterte Außenmauer steht. Das soll's dann erstmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir einen Daumen da, ein Abo wäre noch besser. Ansonsten, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Tschüss.